Hi ihr Süßen und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute wieder mit einer weiteren Folge Enshrouded und wir gucken uns natürlich weiter das neue Gebiet an, den Sumpf. Wir waren ja im letzten Part bei der Warte stehen geblieben und genau die machen wir heute. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt, ich hoffe ihr freut euch und dann würde ich sagen, let's go. Ja Leute, wir sind im letzten Part ja hier vor der Warte stehen geblieben. Ich habe mir jetzt hier einen Flammenaltar hergesetzt, habe ich ja auch gesagt, dass ich das machen möchte. Das ist die Schwarzmoorwarte für die, die sie noch nicht kennen, im neuen Sumpfgebiet. Ich habe natürlich wieder mein Inventar leer gemacht. Jetzt müssen wir natürlich essen und trinken, ist ja ganz klar. Und dann können wir auch schon reindüsen. Und dann gucken wir doch mal, was hier so geboten ist. So, also, verwenden. Wo geht's hin? Das ist hier die Frage. Okay, okay. Und wir sind jetzt oben. Sehr schön. Dann möchte ich natürlich, dass wir hier die Dinger kaputt machen und gucken, ob wir irgendwas finden, irgendwas Brauchbares. Das ist natürlich nie verkehrt. Gerade auch dann nicht, wenn man eben in einer neuen Welt sozusagen ist. Oh wow, jetzt muss ich mal gucken. Okay, da muss ich also so drüber. Kein Thema, kriegen wir gebacken. Jetzt möchte ich aber ganz kurz mal hier abbauen. Genau, da bekommt man die Schwarzmoorrinde. Die habe ich ja im letzten Part auch schon bekommen. Ich wollte es nur noch mal kurz eben austesten. So, öffne dich doch mal. Was ist hier? Hier scheint nichts zu sein. Da müssen wir jetzt durch diese Blitzdingsies. Aber mit dem Doppelsprung ist es ja überhaupt kein Thema. Easy peasy, was ist hier? Sah gerade irgendwie so aus wie eine Geheimtür. Ist es aber nicht. Also weiter. Kaputt machen. Einfach alles zerstören. Wir sind im Wutmodus angekommen. Nein, Spaß. Was gibt denn hier? Knochen. Oh, eine Kiste. Erfahrungsschriftrolle und der bessere Mana-Trank. Also, die Erfahrungsschriftrolle ist super. Die kann ich dann auch gleich mal nehmen. Mal geh halt hin, du. So, alles einsnacken. Hoppala. Kurzer Leggy. Dann das noch weg. Sehr schön, okay. Also, einmal nach oben. Aber, wo ist die Schriftrolle? Hier, benutzen. Haben wir das auch erledigt. Hier sind wieder solche. Ich glaube aber jetzt tatsächlich noch nicht, dass hier irgendwas Neues mit dabei ist. Zumindest ist bisher jetzt immer nur das alte Zeug hier gedrobbied. Da ist noch eine. Okay, hier geht's also raus. Ist denn hier draußen irgendwas? Man kann zumindest hier lang gehen und hier hoch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich da auch irgendwie lang muss. Ich hoffe, dass ich natürlich nicht... Oh, wartet mal, war da irgendwas? Nee, sah nur so aus. Ich hoffe nicht, dass ich hier jetzt runterdüse, weil, ja, das wäre natürlich ein bisschen... Scheiße. So. Sammeln. Pflanzenfasern. Okay, wo sind denn wir jetzt hier gelandet? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das gut war. Hä, sie schüttelt den Kopf. Wieso kann ich es nicht öffnen? Verspult, verspult. Okay. Dann düsen wir halt jetzt hier hoch. Und, wo muss ich hin? Da lang. Da geht's nirgendwo hin. Das kann ich aufmachen. Hier sind dann nochmal ganz viele von denen. Ach so. Und hier bin ich nicht lang gehüpft. Jetzt sammeln wir erstmal den Kettenblitz. Und ich weiß, einige werden mich jetzt hassen. Aber wie gesagt, ich glaube sowieso nicht, dass jetzt hier irgendwas Interessantes drin wäre in diesen Kisten. Bandage. Ich meine, das ist natürlich nicht verkehrt, aber... Okay, naja, das ist jetzt natürlich blöd, weil
Wie ihr seht, geht es jetzt hier nicht weiter. Und auf der anderen Seite auch nicht. Das heißt, keine Ahnung, vielleicht muss ich wieder zurück. Oder hier lang, aber keine Ahnung, Leute. Schwierige Frage. Oh ja, wenn man sich hier drauf jetzt so ein richtig geiles Haus baut, das wär's einfach. Okay, das war irgendwie knapp. Oh, hier ist eine Blume. Hallo Blümchen, wo katapultierst du mich hin? Oh shit. Oh shit, oh shit. Das war nicht gut. Wo bin ich? Ich bin irgendwo gelandet, auf jeden Fall. Aber wo? Oh, oh no, oh nein. Ach, komm schon, ist doch nicht dein Ernst. Naja, okay. Zumindest bin ich jetzt hier gelandet und kann dieses Ding aktivieren. Was geht hier? Ah, das war für die Truhe hier. Sehr schön. Kapuze des Bogenschützen. Die ist doch nice. Was hatten die? Oh, nein, das wollte ich gar nicht. Mein Helm ist, glaube ich, trotzdem besser. Ja, schade. Aber hätte ja sein können. Oh, da ist so ein Viech. Aber es tut mir nichts. Also ist es mir eigentlich Wayne? Gucken wir, wo wir hinkommen, wenn wir hier runterlaufen. Ach ja, okay. Und hier muss ich nicht lang. Aber bin ich nicht vorher hier schon durch? Bin ich dann schon die Treppen rauf? Ja, bin ich schon, genau. Und dann bin ich hier links rausgegangen. Und hier rechts war das. Okay, ich glaube, ich finde mich wieder zurecht. Das heißt, ich darf jetzt den ganzen schönen Weg hier nochmal gehen. Juhu, ich freue mich. Mein Gott, habe ich jetzt gerade einen Herzinfarkt bekommen. Puh. Und hier rauf. Und dann müssen wir hier... Scheiße, doch nicht schon wieder. Ach, was für ein Noob-Filter. So, jetzt haben wir es geschafft. Also, hier konnten wir natürlich nicht rein. Geht nicht. Okay, gut. Dann, wenn es nicht geht, müssen wir halt wieder hier weiter, wo wir eh schon waren. So, dann düsen wir einmal hier rüber. Alles easy peasy. Und dann sind wir hierher gekommen. Haben die Kiste geplündert und müssen jetzt leider hier lang. Und die Angst ist riesengroß. Oh Mann, Leute, ich hasse sowas. Egal, ich werde das Ding schon schaukeln. Kann ich da langlaufen? Ja. Oh Gott. Ach ja, die Blume. Wohin katapultiert sie uns denn? Das ist eine gute Frage. Oder ist es einfach nur eine Fake-Ding? Kann ich... Da ist eine Treppe. Aber da bin ich, glaube ich, schon lang gelaufen, oder? Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss mit der Blume, weil ich irgendwie nichts sehe. Ah, hier rauf zu der anderen. Okay, jetzt habe ich es gerallt. Also. Dann hier hin. Okay, nochmal. Jawohl. Und dann... Oh mein Gott. Oh. Horror. Ich glaube aber, dass ich hier jetzt richtig bin. Oh, hoffe ich zumindest. Hier kann man auf jeden Fall wieder rein. So, was ist hier? Die geht auf. Okay, ist sehr schön. Und hier kann man wieder lang, oder wie? Da ist E. Ah. Ein Knopf. Schau an. Das ist natürlich die Frage, für welche Tür. Werden wir noch rausfinden. Vielleicht für die? Oh, da fehlt noch einer. Ach nee, ist doch nicht dein Ernst. Ist doch nicht dein Ernst. Aha, da könnte man auch lang.
Dann muss ich vielleicht doch wieder irgendwie hier lang. Und nochmal hoch. Das haben sie sich ja geschickt einfallen lassen hier, dass man das jetzt hier benutzen muss. Aber wartet mal, jetzt bin ich doch hier schon oben. Hä? Ein neues Licht streckt sich aus. Meine hellen Augen sehen über den Horizont hinaus, vorbei an den sich ständig windenden Wurzeln des Schwarzmoors. Meine Ohren hören ein Flüstern von unten. Eine sanfte Stimme tanzt in der Brise wie ein Windspiel. Reise über das Meer unserer verlorenen Zivilisation und befreie den gefangenen Singvogel. Neuen Ort markiert. Hier oben, oder? Ich schätze mal. Ja, okay. Dann haben wir ja jetzt theoretisch die Warte. Aber, Leute, dann will ich trotzdem wissen, wo dieses andere Ding ist. Gute Frage, nächste Frage, oder? Ich habe halt auch keins gesehen. Das ist halt doof. Okay, hier komme ich auch nicht weiter. Ich glaube, das war auch blöd, dass ich jetzt hier runtergesprungen bin. Hey, da ist ein Nesti. Oh. Puh. Von wem ist denn das Nestchen? Wir hatten doch noch diese eine Tür, die nicht aufging. Dann gehen wir doch jetzt nochmal dorthin und gucken. Oh, da hat es so ein Ding. Was hat es? Ach, Brutlingsbeine. Gehen wir nochmal zu der Tür und gucken, ob sie jetzt auf ist. Es war ja die hier. Ist immer noch nicht auf. Why? Hier steht halt auch nichts, dass ich irgendwas brauche, um sie zu öffnen. Also Leute, Leute, wenn ihr wisst, wie ich das hier aufkriege, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir mal ganz kurz nach Hause düsen und ein bisschen schlafen gehen und dann gucken wir, was wir noch machen können. So, wir stehen jetzt wieder hier unten an der Warte. Ich habe mir jetzt hier diese Quest markiert, Folge der Melodie. Und genau das werden wir jetzt machen. Ich hätte mich jetzt auch von hier nach dort vielleicht irgendwie, hätte ich vielleicht hinfliegen können, aber das wollte ich eigentlich nicht, damit wir eben hier auch ein bisschen was zum Erkunden haben. Das war Camille, das kennen wir ja schon. Erdbeeren können wir mitnehmen. Muss ich den Weg hier lang düsen? Vermutlich. Dann einmal runter mit uns. Und weitergedüst. Was ich auch noch mal ganz kurz machen wollte, ist diesen Stein hier anzusehen. Und wir haben die versunkene Stadt der Erbauer erkundet und neue Quests gefunden. Das war jetzt nur Stein. Schade, es hätte ja sein können, dass es irgendwas anderes ist. Macht nichts. Wir düsen jetzt dorthin. Okay. Ist das hier denn irgendwas Spannendes? Nein. Alles klärchen. Oh, hier sind wieder Assis. Ach, Manu. So, was haben wir denn hier jetzt alles Schönes? Hier ist wieder Sumpf. Da wollen wir nicht rein, denn sonst sterben wir. Ach, das sind ja die Wuka. Ja, dann brauche ich eigentlich gar keine Waffe. Denn sie sind uns friedlich gesinnt, was ich sehr schön finde. Und deswegen ist es jetzt auch nicht klauen, was ich hier mache, sondern leihen. Und was war drin? Stroh. Alles klar. Und warum liegt hier Stroh? Hallo, du.
Ah, hier hätte ich auch so raufgekonnt. Aber hier ist tatsächlich nichts. Ich bin ja aber auch noch gar nicht da, wo ich hin muss. Ist das hier die Warte? Ups, jetzt bin ich runtergefallen. Ich will nur mal ganz kurz da hinschauen. Was das für ein Ding ist. Bevor ich da unten weitermache. Ach ja, das ist einfach wieder eins dieser Dinger, was nichts ist. Okay, kein Thema. Dann düsen wir wieder runter. Flupp. Was haben wir denn hier? Sammeln. Hier können wir reparieren, brauchen wir aber nicht. Habe ich ja zu Hause schon gemacht. Dann gehen wir hier rüber. Oh. Was ist denn hier alles? Guck du mal. Krass. Ach, ist es entspannt, sich einfach in Ruhe umschauen zu können. Was ist hier? Ach so, ja. Genau. Diese coolen Nestbetten. Danke. What is this? Ich glaube, hier ist nichts hinter. Gucken wir weiter. Schade, schade, dass das kein richtiges Wasser ist. Das wäre so cool. Ach, hier ist noch ein Haus oben. Da möchte ich natürlich auch noch hin. Das habe ich jetzt total übersehen. Aber was ich sagen wollte, ja, schade, dass es kein richtiges Wasser ist, wo man schwimmen kann. Das hätte es irgendwie doch nochmal ein kleines Stückchen cooler gemacht. Segen erhalten. Jawohl. Wir haben den Segen der Wuka. So, weg mit dir. An irgendwas erinnern mich diese Häuschen. Ich kann euch aber nicht sagen, an was. An irgendeine Serie aus meiner Kindheit auf jeden Fall. Und es ist ja erst 2 Jahre her. Spaß. Hallo. Bist du lieb? Der sieht aus wie ein Henker mit seiner Mütze. Oh. Der sieht aus wie ein Schamane. Tschüss, ich gehe ja schon. Chill your life. Also wir können jetzt hier lang gehen. Oder man kann hier lang. Wo wir gerade schon waren. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich entweder hier lang oder rechts lang. Ich glaube, ich möchte dann zuerst mal hier hin. Dup. Na, das war doch leicht. Was hat's denn hier? Oh no, raus mit dir. Gibt's hier irgendwas, dass ich da hin kann? Ah, hier ist irgend so ein Tunnel. Wo geht's denn hier schon wieder lang? Das ist so wieder so verspult, dass ich gar nicht weiß, wo ich überhaupt hinlaufen soll. Und wir müssen eigentlich ja in die ganz andere Richtung. Ich habe der Stille nie getraut. Als die Vögel, die mich auf meinem Weg begleiteten, plötzlich aufhörten zu singen und der Wind, der durch die Blätter rauschte, zu einem leisen Crescendo anschwoll, hielt ich inne. Als ich dann einen Lichtschimmer von oben wahrnahm, eine Reflexion, die auf der Spitze eines Speers in den Baumkronen tanzte, wusste ich, dass ich in der Falle saß. Wuka-Speere regneten auf mich herab, wie unheiliges Feuer auf Leuchtenstein an dem Tag, als es fiel. Aber ich habe genug von dieser Welt gesehen, um zu wissen, wann ich flüchten muss. Halte deinen Kopf unten, wenn die Axt schwingt. Das habe ich am Hof der Könige gelernt. Also rannte ich auf die untergehende Sonne zu und ließ die Strahlen meine Angreifer blenden.
Ich bin entkommen und die Wuka folgen mir nicht hierher. Ich frage mich, warum? Vielleicht liegt es daran, dass ich in der Nähe des wundersamen Lichts bin, das vor so langer Zeit den Himmel zerrissen hat. Wenn die Sterne richtig stehen, werde ich dieses Kapitel meiner Reise endlich abschließen. Valerie. Oh, du gute Valerie. Könntest du mir mal lieber sagen, wo ich hin muss? Da hinten ist eine Kiste. Und mein Ziel ist auch irgendwo da hinten. Ja, wie komme ich denn da jetzt hin? Vielleicht muss ich doch da lang düsen. Weiß nur nicht, ob mir das was bringt. Also hier kommen auf jeden Fall wieder raus. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja hier hinten zu meiner Questie. Aber da komme ich jetzt nicht lang, oder? Kann ich mich da irgendwie langwursteln? Ja, scheint so. Dann machen wir das doch mal. So, da ist die Kiste, zu der ich hin möchte. Da wird zwar wahrscheinlich nichts Gescheites drin sein, aber das macht ja nichts. So, grüß dich. Bandage und Erfahrungsschriftrolle. Die nehmen wir gleich wieder. Und düsen hierher zurück. Hier runter am besten. Und hier ist wieder so ein Ding. Okay, ich gehe jetzt einfach mal hierher. Nee, nee. So haben wir nicht gewettet. Okay, ich gehe wieder zurück. Nee, nee. Wir gehen also einmal hier lang. Ich möchte ja auch zu meiner Quest. Oh, hier ist wieder ein Springerding. Gehen wir mal hierher und gucken mal. Das ist echt eine fette Stadt. Hier kann man wieder den Baum hoch. Und irgendwo hier. Unten ist eine Spuckeblume, aber irgendwo hier in die Richtung. Oh Gott. Ist meine Quest. Da hinten drin vielleicht. Ich muss mir das auf jeden Fall alles noch viel genauer anschauen. Nope. What am I doing? Ich muss dahinter. Gehen wir dahin oder dahin? Ich glaube, wir gehen dahin. Oh, nope. Nope. Da lang. Danke. Okay, jetzt muss ich also hier rüber. Also war vielleicht das hier doch der falsche Weg. Und ich muss einmal nach da drüber. Wobei, ich jetzt auch nicht weiß, wie man da hinkommen soll. Vielleicht über die Wurzel. Dann einmal darauf mit uns. Und dahinter. Kann ich vielleicht irgendwo hier noch hoch? Oder ist hier sonst noch irgendwas? Ah ja, hier ist so ein Springeding. Und ein Knopf. Den betätigen wir. Ich wette mit euch, es gibt mehrere Knöpfe. Bartstandort. Bart. Okay. What zum Teufel ist der Bart? Also ich kenne den Bart und Bart Simpson, aber der Bart? Hier ist auf jeden Fall eine goldene Kiste mit einer Henkers-Axt Stufe oder Level 48. Und hier auf der Seite ist dieses Ding. Es geht nicht auf. Oh, shit. Why is this? So. Dann geht die auch nicht auf, gell? Ach so, ich brauche drei. Okay, na das ist natürlich blöd. Das ist blöd. Das heißt,
Die anderen sind hier auch irgendwo verstreut. Naja, okay, dann muss ich wohl tatsächlich einfach nochmal ein bisschen besser gucken, würde ich sagen. Ich weiß natürlich nicht, wartet mal. Oh, aua, das hat weh getan. Das war nicht beabsichtigt. Also ich denke mal, dass ich hier auf der Insel keinen finden werde. Das würde nämlich keinen Sinn machen. Das heißt, ich muss definitiv wieder darüber. Und deswegen von hier nach da und von da nach da. Aber... Ach, das werde ich doch nicht schaffen. Oder? Oh, ja, okay. Das war aber haarscharf. Weil ich Dödel mal wieder nicht mit Doppelsprung gesprungen bin. Naja, wir haben es ja zum Glück geschafft. Also alles easy. Gehen wir dorthin, gehen wir hierher. Und erst einmal... Shit. Da rein will ich nicht. Und eigentlich... Aber ich muss wahrscheinlich hier lang. Weil hier ist doch so ein Fallending. Oder ich muss hier so hin. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Die, die es schon gemacht haben, denken sich, was tut die Alte da? Wow, sieht das geil aus. Schaut mal. Ist ja voll schön. Das könnte so ein richtig schöner Palast mal gewesen sein. Wow. Einfach nur wowie hier mit diesem ganzen Gedöns. Geil. Richtig toll. Ja, dann weiß ich trotzdem nicht, wo ich den Ding finde. Ah, schaut mal an. Nummer 2. Okay, also ich habe ihn von hier. Ich habe ihn von dort hinten. War denn dort hinter jetzt noch was? Hm. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz darüber. Weil ich was gucken will. Also. Wir hatten jetzt in dem Ding den Knopf. Ach so, da hat man gesehen, dass der Knopf so ausschaut. Dann hatten wir auf der Seite den Knopf. Also, beziehungsweise... Da drüben. Aber hier geht es dann tatsächlich nicht mehr weiter, so wie es ausschaut. Okay, wo könnte denn dann der andere Knopf sein? Vielleicht hier. Bei dem. Probieren wir aus. Werden wir schon schaukeln, das Ding, oder Leute? Das ist die Frage, ob ich da raufkomme, aber ich glaube, wenn ich hier so lang gehe, komme ich da auf jeden Fall hin. Kann ich nicht einfach jetzt hier so hin? Kann ich. Gut. Gucken wir uns nach einem Knopf um. Aber hier ist keiner. Zumindest dort nicht. Ah. Guckt mal an, eure Luni ist doch nicht so blöd, wie sie manchmal aussieht. Und jetzt müsste nämlich hier eigentlich alles offen sein. Oder ich habe mich zu früh gefreut und ihr lacht euch wieder ins Fäustchen. Ups. Hä? Bin ich jetzt deppert? Was soll denn das? Also einmal bitte hier lang. Und links. Oha. Und hoch. Und die Türen sind offen. Sehr cool. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich hier runter. Aha, hier ist der neue NPC. Valerie die Bardin. Und mittelgroßer Rucksack plus 1 mehr und der Bart freigeschaltet. Cool. Nice Scheiße, Leute. Dann lass uns doch ganz schnell auch nach Hause düsen. Beziehungsweise haben wir da vorne auch noch irgendwas? Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn wir da nochmal schnell hinschauen. Dass wir die ganzen Fragezeichen... Jetzt habe ich schon wieder das verpeilt.
auch alle auf einmal abklappern und eigentlich... Jetzt weiß ich auch nicht, wo ist denn das? Ach, hier. Sagt es halt gleich. Also, wir haben Lesen und Lesen. Gut, lesen wir mal. Ein Aufruf an die Würdigen. Ich wusste nicht, dass die Erbauer hier einst Strukturen errichtet hatten. Meine Mutter, Königin Erlands, nannte das Schwarzmoor ein Niemandsland. Hatte sie etwa Geheimnisse vor mir? Wir stellten ein Gefäß in das Hauptgebäude und ich lernte, was es bedeutet, ein Signal an die Würdigen zu senden. Die Erbauer bildeten einen Kreis und streckten ihre Hände in Richtung des Firmaments. Einer sprach in einer fremden Sprache, als sich die Sternenkonstellation am Nachthimmel veränderte. Erst begannen die Sterne zu funkeln, dann zu zucken. Ich glaubte zu sehen, wie der Himmel in tausend Teile zerbrach, die alle über mir glitzerten und das Licht meiner eigenen Augen wie in einem Kaleidoskop reflektierten. Eine klare Brechung des Ganzen, symmetrisch und himmlisch. Das Licht war überwältigend. Mein Kopf begann sich zu drehen und ich fiel zu Boden, wo ich später erwachte. Vielleicht sind das Geheimnisse, die sowohl ich als auch meine Mutter bewahren müssen. Königin Jasmina. Jasmina, ja. Ich habe ihre Notiz gefunden. Königin Jasmina war hier und ihre Erbauerverbündeten riefen das Licht herbei, das mich führte. Was für ein seltsames Wiedersehen. Ich erinnere mich noch an sie als kleines Vögelchen auf dem Schoß ihrer Mutter. Ihre zerbrechlichen Hände konnten kaum meine Harfe halten. Sie weinte, als ihr die mittlere Saite riss. Ich habe ihr verziehen. Sie wollte für immer Freunde sein und dieses Versprechen mit Blut besiegeln. Was für ein seltsamer Ödlandbrauch, dachte ich, aber warum sollte ich ihn nicht übernehmen? Ich erinnere mich, dass ich sanft ins Fleisch schnitt. Dann spannte ich die Leier neu und sie spielte wieder. Und sie spielte weiter, die Wangen nass von den Tränen und die Handfläche mit kirschroten Flecken übersät. Ich habe immer noch die Narbe von diesem Tag. Unsere Wege kreuzen sich wieder, getrennt durch die Zeit. Ihr Ziel ist meins und meine Narbe ist ihre. Ich vertraue darauf, dass meine Reise nicht zu Ende ist, wenn ich den Seelenkessel betrete. Es gibt noch so viele Abenteuer zu erleben. Valerie. Sehr schön, meine Lieben. Wisst ihr was? Dann gehen wir nach Hause und platzieren die gute Valerie und schauen uns mal an, was sie so zu bieten hat. Einmal her mit dir, meine Liebe. Jetzt gucken wir doch mal, was wir herstellen können. Einen mittelgroßen Rucksack, eine Flöte, eine Laute, eine Harfe und Prestigekleidung. Das ist quasi, ja, das hat keine Stats, ist einfach nur schön. Ja, Leute, dann müssen wir doch jetzt zum Ende des Parts noch ein Musikinstrument craften. Aber welches? Nehmen wir die Harfe oder die Laute? Wir nehmen die Harfe. Die Quest schauen wir uns im nächsten Part an. Und jetzt möchte ich mal gucken. Derzeit spielt die Tochter der Lieder. Richtig, richtig geil. Sehr cool. Dann haben wir jetzt für diesen Part auch wieder einige Sachen geschafft. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir auch. Und dann wünsche ich euch an der Stelle noch einen wunderschönen Abend. PS, vergesst nicht, auf meinem Discord-Server zu joinen, denn hier haben wir eine wirklich riesige Enshrouded-Community mit eigenen Servern, auf denen ihr euch genauso verwirklichen könnt wie alle anderen. In dem Sinne, euch einen schönen Abend und bis bald.